Frau und ich waren eingeladen von Rainer Volkommer vom Landesmuseum zu dieser Preisverleihung nach Berlin zum Galaabend, die Mathe-Liebe zu unserer aller Überraschung wurde in die ersten drei nominiert. Eingebettet quasi zwischen zwei deutsche Orchester. Und das ist lustig, dieses Spannungsfeld. Musik, die uns allen zugänglich ist, und die Mathematik, die es nicht so sein scheint, ausgerechnet, die schafft es noch unter die ersten drei. Insofern sicher sehr erfreulich, weil unerwartet. Das ist eine liebe Frage, Vlado, um die bin ich froh. Also erstens, wir haben vier Kinder, sie hat mir den Rücken freigehalten. Und zweitens, sie ist ja nicht Mathematikerin, aber sie war immer an dem interessiert und ist es heute noch, was ich tue. Und die hat eine Art Instinkt entwickelt. In der Ausstellung hat es Modelle, die sie als erste erkannt hat, nicht ich. Ich erinnere an ein Beispiel, der Korb, der Früchtekorb, wo viele Stäbe ein sogenanntes Hyperboloid bilden, den hat sie in Deutschland in einem Warenhaus entdeckt. Ich wäre wahrscheinlich daran vorbeigegangen. Und so gibt es zig Beispiele, auch Mathematik in der Natur, sie hat dafür ein Auge entwickelt. Kurioserweise würde ich sagen, nein. Was ich jetzt mit Rainer Volkommer besprochen habe, ist, die Ausstellung ist punkto Vielfalt an Einzelteilen relativ komplex und es hat Dinge drin, die der normalen Abnutzung unterliegen. Was wir uns ein bisschen überlegen müssen, ist, dass der Übergang von einem Ausstellungsort zu einem anderen etwas formaler als bisher verläuft. Das heißt, es muss eine Bestandesaufnahme gemacht werden, weil da und dort doch kleine Partikel verloren gehen oder durch Benutzung beschädigt und ersetzt werden müssen. Ich muss hier noch anfügen, gewisse Modelle sind einfach heikel, weil sie nicht für die Öffentlichkeit geschaffen wurden. Und jetzt muss man da ein bisschen Sorge dazu tragen. Also was ich möchte, ganz gerne einen Dank aussprechen an all diejenigen Personen, ich nenne hier den Direktor des Landesmuseums, Dr. Rainer Volkommer, dann den verantwortlichen Industriedesigner, der die Ausstellung präsentiert, Rainer Mietsch aus Leipzig, und all die guten Geister, du hast die Frau angesprochen, die mit beigetragen haben zum Erfolg. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie weiterhin auf das Interesse von Mann und Frau, vom Kind bis zum älteren Menschen, auf das Interesse stößt. Und dann, wer sich hineinwagt, geht offensichtlich mit einer gewissen Befriedigung heraus. Und was kann ich mehr erreichen, als ein bisschen Sympathie zu gewinnen für dieses schöne Fach Mathematik?